Dann machen wir doch gleich weiter mit einem ganz besonderen Highlight oder Add-on zu unseren Projektideen, ein Online-Lernraum. Was verbirgt sich dahinter? Ich begrüße ganz herzlich im Studio Sarah Johar-Mijat und Daniel Seitz, kennen wir ja schon. Was verbirgt sich dahinter? Der Online-Lernraum. Genau, als wir das Projekt konzipiert hatten, wussten wir noch nicht ganz, wo wir stehen, was die Pandemie angeht, aber auch grundsätzlich die Idee natürlich, dass Lernen nicht nur eben in Offline-Räumen stattfindet, sondern dass wir auch unterstützen wollen, dass mit dem Archiv der Flucht zum Beispiel über länderübergreifend und in internationalen Kontexten umgegangen wird. Und deswegen dachten wir darüber nach, was könnte so ein Online-Lernraum sein, und sind dann mit unseren Ansprüchen an Open Source und so weiter schnell bei Mozilla Hubs gelandet und haben dann Sarah entdeckt, die Lust hatte, für uns diese Räume zu gestalten. Und Sarah, vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen durch die Räume führen und Ja. erzählen, was da so die Ideen waren. Ja, hallo und danke, dass ich heute hier sein darf. So, über Mozilla Hubs kann ich jetzt sagen, das ist eine Online-Plattform. Das kann man hier sowohl als Browser als auch in VR benutzen. Das haben wir herausgefunden, das ist heute VR ein sehr, sehr interessanter Device ist. Für die Jugendliche und auch für die Erwachsene. Und deswegen wollten wir als Online-Lehrraum die und auch für die Archiv der Flucht die Mozilla Hubs haben für unser Projekt. Genau. Genau, kannst du uns ein bisschen durch die Räume führen? Was Ja, hast du so natürlich. gebaut? Genau. Wenn wir hier reingehen, dann haben wir einige so, Gott, bitte. Ein Was hast du? Willkommenswort Ne. oder eine Anleitung? Ah Anleitung. ja, Ja. Ja. Wenn wir in den Raum reingehen, dann hier sieht man eine Einleitung. Wie kann man hier navigieren sich? Und dann, es gibt zwei verschiedene Räume hier. Einmal hier sehe ich die Workshops-Räume und hier habe ich auch die virtuelle Raum für Archiv der Flucht. Dann hier ist, was ich jetzt bin, das ist die Lobby. Also Leute kommen am Anfang hier rein und dann hier können sich begrüßen und mit. Guter Treffpunkt. Ja, das ist die Treffpunkt, Ja. genau. Und dann jeder hat mit seiner eigenen Avatar kann rein und Und man kann auch die Filme anschauen, also das man kann Archiv der Flucht selbst in diesem ja. Raum besuchen. Also genau, jetzt. Die werden noch laden und hier haben wir auch so zwei Filme von der Archiv der Flucht. Aber hier kann man die zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen ihre eigene Medien herstellen und zum Beispiel Fotos, Filme, verschiedene 3D-Modelle und Da schon bereithalten, also den Raum vorher einrichten. genau. Oder? Die haben einen Link. Mit diesem Link können die also ihre eigene Workshops-Räume haben. Und da kann man für sich selbst designen mit verschiedenen Medien eigentlich, mit was man will. Ja. Und jetzt ist die Archiv, also einige ausgewählte Filme von Archiv der Flucht kann man hier stehen und anschauen. Und hier ist ein, zum Beispiel wie ein Plattform, wo kann ich meine Sachen oder meine Models hier rein, also hier erstellen. Also Und zum Beispiel noch ein Bildschirm oder genau, ich kann den eine. Bildschirm Ja, teilen, ich also kann ich das kann da etwas hier, also zum Beispiel ein GIF oder was anderes hier stellen oder legen auf dem Tisch zum Beispiel. Das funktioniert wie ein Tisch für mich oder für die Lehrer und Lehrerinnen.
Genau, und dann hier kann ich noch mein Avatar, wenn ich auf den Namen gehe, kann ich noch mein Avatar wechseln. Einen Das Moment. läuft gerade nicht so. Aber es funktioniert im Grunde wie eine Videokonferenz. Daniel, kannst du vielleicht das noch mal kurz Genau. erläutern? Genau, also so, ich kann das nutzen, wie ich das gewohnt bin in Workshops. Ich habe verschiedenste Räume, ich kann Kleingruppenarbeit machen, ich kann im Plenum mit allen sprechen, ich habe Zugriff auf die Videos und kann eben meinen Bildschirm teilen, den reinladen. Also ich glaube, wir haben das so einfach wie möglich gemacht, für BildnerInnen, für LehrerInnen zu nutzen. Genau, und vielleicht, um es kurz noch abzuschließen, also die Idee ist eben so, das Tool als Open Source zu nutzen, möglichst niedrigschwellig eben. Es geht über Browser, ich kann aber auch über VR da rein, also über eine VR-Brille, die es ja auch in verschiedenen Formen gibt. Und ich kann aber auch die Räume selbst gestalten. Also ich kann die entweder nur aufrufen und nutzen, Genau. ich kann aber auch quasi mit dem Creator nochmal eigene Räume gestalten und die so anpassen, wie ich möchte. Genau. Genau. Vielen Dank, Sarah. Ja, Bitteschön. vielen Danke. Dank euch beiden. Danke sehr. Interessante Einblicke.